Także, proszę Państwa, wypowiedzi różnych osób, które w naszym radiu latającym, mobilnym, proszę Państwa, w radiu takim, które się potrafi nawet przemieścić nieraz, pokazujemy Państwu wypowiedzi osób pochodzących z narodu żydowskiego. Jak, proszę Państwa, doszło do tego, że naród izraelski się nie odstał, to znaczy się najpierw podzielił i potem jakie problemy były w narodzie żydowskim. Także, no, bardzo ciekawe są te rzeczy, proszę Państwa. Dzieje na świecie. Wszystko mamy. Das bedeutet, was ist russische Ekstase? Zwei Linien vom Fleischer. Das bedeutet Linien, das sind die Dinger, die man mit Kokain macht. Und in dem Sinne heißt es aber nicht Koklinien, sondern Menschenschlangen. Und aber man sagt ja, das ist total blöd, man sagt ja, aber wenn man Kokain nimmt, hat man keinen Hunger und dann braucht man auch kein Fleisch essen. Also es ist russische Ekstase, zwei Linien vorm Fleischer. Das wird niemand verstehen, da kannst du sicher sein. Also zwar ist es ein Intelligenztest, okay? Stell dir mal eine nackte Frau vor, die hier von hier bis da steht, okay? Nun, mach die Augen zu und mit der Hand, leg mal deinen Zettel weg, und mit der Hand musst du jetzt zeigen, wenn du die Augen zumachst, wo ist ihr Busen? Ja. Hm, ziemlich tief. Okay. Es geht weiter. Wo sind ihre Füße? Okay. Nein, du hast nicht. Okay, mach die Augen wieder zu, bitte. Wo sind ihre Augen? Ja, gut, okay. Okay, wo ist ihre Pussy? Oh, Mann, ja, ich Fundacja Itaka szuka tych, którzy wyszli i nie wrócili. Wejdź na www.zaginieni.pl. 80% zaginionych udaje się odnaleźć. Także festiwal żydowski mamy, proszę Państwa. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Ich hab so Sehnsucht, ich träum so oft. Einst wird das Glück mir nah sein. Ich hab so Sehnsucht, ich hab gehabt. Bald wird die Stunde da sein. Tage und Nächte wart ich darauf. Denn irgendwo der Welt gibt's ein kleines bisschen Glück. Und ich träum davon in jedem Augenblick. Glück hatte Nina Hagen in ihrem Leben viel. Als Tochter einer Schauspielerin und eines Drehbuchautors war ihr das Künstlerdasein schon in die Wiege gelegt. Und als Künstlerin ist sie seit mehr als 30 Jahren erfolgreich. Ich wüsste, wo das ist, ich in die Welt hinein. Denn ich möchte einmal recht so von Herzen glücklich sein. Nina Hagen, man kennt sie als schillernde und schrille Persönlichkeit, skandalöse TV-Auftritte, nach wie vor unvergessen. Doch in Traunreuth zeigte sie sich von ihrer ruhigen und nachdenklichen Seite. Eine Frau mit vielen Facetten und ihrer ganz eigenen Meinung. Eine Frau, die es versteht, die Bühne mit Präsenz und Leben zu füllen und das Publikum zu begeistern. Happiness.
waits for me somewhere in the world, and I dream of it with every breath I take. There's a yes meant for me, and I know someday we'll meet. One appointment that's impossible to break. When and where, I'm not sure, but my heart will take me there. So much joy to be had, and it's time I get my share. Happiness can arrive almost any second, no. Who knows? Liebe Zuschauer, jetzt an meiner Seite Nina, the Godmother of Punk. Hagen hat gerade noch Kräuterbonbons verteilt, deswegen entschuldigen Sie meine feuchte Aussprache. Nina, ich habe gerade deine Sprache gesehen, du bist ja wirklich voller Energie. Wo nimmst du diese Energie seit so vielen Jahren immer wieder her? Na, aus der Musik, die aus den wunderbaren, ja, aus dieser riesenhaften Schatzkiste zu mir gekommen ist, die ich schon als Kind immer gehört habe, im Plattenschrank von meiner Mama, habe ich da schon Schätze entdeckt, einer nach dem anderen. Da stand Lotte Linia, Platten, Hildegard Knief, Sache Leander, Marlene Brecht, sogar amerikanische Gospelmusik und Jazzmusik und Bluesmusik und so, Mahalia Jackson, alles Vorbilder von dir. Yes, sure, auf jeden Fall. Und so, dann war ich irgendwann 9 Jahre alt und dann habe ich den Wolf Biermann kennengelernt, der mit meiner Mama befreundet war, und dann habe ich Gitarre spielen gelernt und dann habe ich mir ganz viel von dem Wolf abgeguckt. Der konnte Blues spielen, das konnte ich noch nicht. Dann habe ich durch den Wolf amerikanische Musiker und Musikerinnen kennengelernt, zum Beispiel die amerikanische Country Queen Hedy West. Die hat mir dann als ganz junges Mädchen so einen Country Picking Style beigebracht, und dann konnte ich plötzlich so schöne John Bass oder Bob Dylan Lieder spielen mit so einem amerikanischen Country Picking Style. Sie beherrscht viele verschiedene Musikstile und orientiert sich doch immer an ihrem Glauben. Ist mein Hafen der Geborgenheit. Außer Biker Bibel. My Jesus is a rock in a weary land, a weary land, a weary land. Jesus is my rock in a weary land, my shelter in the time of storm. Jesus ist mein Fels hier im Jammertal, in diesem Jammertal, im Jammertal. Jesus ist der Fels im Jammertal, meine Zuflucht in stürmischer Zeit. Well, Jesus is a rock in a weary land, a weary land, a weary land. Jesus is a rock in a weary land, a shelter in the time of storm. Oh, rock divine, oh, refuge deep, shelter in the time of storm. Be thou our helper ever near, shelter in the time of storm. Yeah, Jesus is my fence, yeah, in Yamatal, in diesem Yamatal, in Yamatal. Jesus ist mein Fels, hier im Jammertal, mein Zuflucht in stürmischer Zeit. Kaum vorzustellen, was aus dieser Frau geworden wäre, wenn nicht Sängerin. Ein Berufswunsch, der für Nina Hagen, die in der ehemaligen DDR aufwuchs, gar nicht so einfach zu verwirklichen war. Und meine Mama hat gesagt, ich muss eine Arbeit finden. Und dann habe ich gesagt, ja, wie wäre es, wenn ich auf die Schauspielschule gehe und Schauspielerin werde. Aber ich bin ja durch die Schauspielprüfung durchgeflogen, weil da gab es eine Stasi-Akte, die wollten mich da gar nicht rauflassen. Aber ich war heilfroh, nicht in die Schauspielschule zu müssen, because mein Interesse war das Singen, die Musik. Ja? Und das hat sich dann immer weiterentwickelt. Und
meine Stimme hat sich immer weiterentwickelt. Ich habe im Radio jeden Tag neue Schätze gehoben, in RIAS Berlin und SFB und die Stimme des freien Berlins und so weiter. Und dann so jetzt im hohen Erwachsenenalter, dass ich da mal hin und wieder schauspielerisch gearbeitet habe. Das ist so wie, ja, wie eine leckere Portion Spargel. Aber gibt es neben dem Spargel auch noch andere Lieblingsspeisen, wenn wir schon mal beim Thema sind? Musik machen. Und natürlich das Evangelium verteilen, überall auf der Welt. Aber das mache ich nicht erst, seit ich getauft bin. Ich bin auch 1985 bei Rock in Rio schon mit dem Vater Unser in der Säbeltanzversion auf die Bühne gehoppt mit einem riesigen Kreuz. Und habe das noch im Grünbaum, Spirit in the Sky gesungen und habe mich schon immer zu Jesus bekannt. Mein Umweg nach Indien, die Bekanntschaft mit diesem Guru, das habe ich ja alles mir vom Herzen geschrieben in meinem Buch. Da habe ich dann versucht zu erklären, die ganzen Zusammenhänge erklären. Aber ich bin der Ansicht, ich bin ja schon im 17. Lebensjahr total von Jesus Christus begeistert, weil ich hatte so eine ganz schwere Zeit, wo es mir sehr schlecht ging als Teenager, gebrochenes Herz, erste große verratene Liebe. Ich war total lebensmüde, für mich gab es keine Hoffnung mehr. Ich war ein echt, wie sagt man, selbstmordgefährdetes, junges, halbwüchsiges, Halbstück. Und die Begegnung im Glauben mit Jesus Christus, die hat mich halt wieder zu einem lebensfrohen Menschen gemacht. Eine Lebensfreude, die ansteckend ist. And the living is fish are jumping, and the fun is high. Whoa, 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 your daddy is rich, and your ma is good looking. So shh, little baby, don't you cry. One of these mornings, you gonna rise up singing. Then you will spread your wings and you take to the sky. Until that morning, a tam papieża wybierają. Także proszę Państwa, szatan matacie. Szatan salce soluje. Także proszę Państwa, już mamy te wibracje takie poświąteczne. Salcesonowe wibracje poświąteczne, proszę Państwa. Zobaczysz to wszystko w Schon immer, ich komme noch aus der DDR, Kinder, wir durften, wir mussten, wir konnten ja gar nicht. ja. Das sind alles Themen, die du in deiner Musik bearbeitest. Ja, nicht nur dort, auch auf meinen Webseiten im Internet diskutiere ich das mit Leuten. Ja klar, ich meine, ich lebe ja nun mal in einer Welt, die und sitze, wie wir alle, auf einem ziemlich gefährlichen Pulverfass. Und natürlich mache ich mir da Gedanken, wie man dieses Pulverfass entschärfen kann. Vor ein paar Jahren hat unsere jetzige Bundeskanzlerin Frau Merkel auf einem ihrer Parteitage mal ausgerufen, ja, lasst uns doch endlich mal wieder die frohe Botschaft verkünden. Ja, wer tut denn das heute noch? Ja, na, lasst uns doch endlich mal wieder verkünden. Proszę Państwa,
geht das mal googeln. Ateiści, hat er echt gesagt. Und ich bin das jetzt echt an der Zeit gerade dazu tun. Und ich war wirklich im Tiefschock neulich, wo ich angehauen habe. Ich habe eben gehört über Gewalt und hat er versucht, uns zu beizubringen, welche Formen von Freiheit er teufelt und welche Formen von Gewalt er befürwortet. Und das war eine Rede, die war dermaßen daneben. Guck mal, jetzt habe ich auch schon die Merkel-Handhaltung. Die war dermaßen daneben, aber die Balance hier. Und nein, Herr Gauck, schaffen Sie unbedingt einen neuen Redenschreiber an, wenn Sie das nicht mehr selber können, wenn Sie nicht mehr vom Geist geküsst werden sollten. Also wir möchten sowas nicht hören. Ich komme aus einer Zeit, wo mein Papa mir noch erzählt hat, wie Sie gerade mal so den Hitlerfaschismus überlebt haben. Und ich bin die erste Nachkriegsgeneration, die im Frieden aufwachsen durfte. Und ich möchte keinen Bundespräsidenten 30 tysięcy to już przy chrzcie. Głupoty! To nieprawda. Mehr, der Gewalt verherrlicht, das geht gar nicht. Das ist eine ganz durcheinandergeworfene Rede gewesen. Ich finde, der Herr Bundespräsident sollte sich da doch noch mal ganz deutlich Stellung beziehen, wie er das denn gemeint hat. Ein starkes Schlusswort. Nina, ich muss dich jetzt leider unterbrechen. Dein Manager, glaube ich, möchte ins Bett mit seinem Bio-Trink-Joghurt. Ich würde sagen, wir treffen uns einfach mal wieder und dann setzen wir das Gespräch fort. Yes! Und lass es Frieden regnen. Wuhu! Genau, tolle Schlusswort. Także proszę Państwa, stanęło co? No to są wszystko właśnie te morele. Morele Madzi to są wszystko. Tak. Także troszeczkę, proszę Państwa, nowych dajmy, co? Których jeszcze nie było. Morele Madzi. Także proszę Państwa, mówili o Jezusie, że głupoty gada, że. Ave Maria na Festival Filmów Żydowskich.
till the day comes you are Także proszę Państwa, taka jest sytuacja. Proszę, proszę, troszeczkę Ameryki teraz, tak. Troszeczkę Ameryki. Że New York, proszę Państwa. New York. Let's open it up.